habe ich, glaube ich, gleich. Herzlich willkommen zu einem ganz neuen Abschnitt dieses gesamten Let's Plays, nämlich einem Let's Rage! Ramon, ich würde ja jetzt hier ein bisschen vorsichtiger vorgehen, das ist Blattmohn. Ich weiß. Ich wollte es nur gesagt haben. Ich sammle die Herzen mit den Zombies mal ein. Und Inko, restart mal bitte gleich den Server, weil er laggt wie Sau. Yo. Also, ich habe Muramasa gefunden. Kann ich's haben? Bitte, bitte, bitte. Ja, und ich habe eine Handgun gefunden und ein paar Boomerang. Nice! Ich habe mich so durchgemogelt, sag ich mal. Ich habe noch 3 Heilungstränke. So, ich mach schon mal Punkt, wo die ganzen Gegner nicht sind, zum Glück. Leute, sobald ich jetzt die Muramasa hab, dann macht mir das Game auch wieder richtig Fun. Weil diese Stelle ist momentan gerade einfach nur scheiße. Blood Moon, man muss sich... Dass die... Da ist noch immer... Inko, lass ich erstmal zu Ende reden. Das ist noch nicht die schwierigste Stelle. Erkill. Ja klar. Wir waren ja noch nicht unten in der Hölle. Hell ist die schwierigste. Grife. Hölle ist... Nee, Hölle ist die drittschwierigste. Das ist noch schwerer als die Hölle. What? Ich wollte mit euch reden, ihr Penner, blöden Zombies. Oh. Hassen. Purer Hass. Ich weiß zwar nicht, was die Stacheln bringen, aber ich sammle sie einfach mal ein. Kommt hier nicht rein. Welche Stacheln? Geht das vielleicht? Diese Stacheln, wo man reinfallen kann. Ah, Grife, das Schwierigste, der Dschungel. Oder Ink? Jo. Und ich sammle gleichzeitig auch noch Knochen. Wow. Ey, wir feuern diese dreckigen Waterbones. Ja, Entschuldigung, das ist ein verdammt starker Angriff. Ja, die fügen dir nichts zu. Achso, ich dachte immer, das seien Waterbones von Gegnern. Na warte, wir sterben, ihr Penner. Ja, und in dem Moment sterbe ich, danke. Armer Otaku. Soll das etwa heißen, dass du ein Penner bist? Vielleicht hat er mal Penner Game anprobiert. Ja, genau, anprobiert, angezogen. In der nächsten Boutique. Ja, ich hätte gern mal ein Penner Game T-Shirt. Bam, 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 I fail. Ich hatte auch Penner Game Premium Account. Willst du mich verarschen? Ja. Ja, okay. Zombie-Horden! Horden! Die Horde rennt! Das gibt's doch! Die Horde können rennt, Augen alles hinter ihr brennt! Und was war das, Leute? Die Horde rennt, von Jan Hegenberg. Genau! Ah! Grife! Lass mal in irgendeine Höhle gehen und ein paar Tränke suchen gehen. Warte, wenn man Pilze hat und Flaschen, kann man sich auch Tränke selber machen. Ja, aber wo habt ihr bitte Flaschen? Du Flasche. In unserem anderen Haus. Tränke. Das jetzt ungefähr 4000 Fuß weg ist. 5308. Du hast sogar noch mitgezählt. Kleiner Tipp an euch, ne? Wenn ihr die Schnauze voll habt von Skeletten, verbarrikadiert einfach den Weg. Das hilft auch bei diesen Caster-Skeletten. Ja, habt ihr nur noch die anstatt noch die und 3 Millionen normale. Haben wir Lava? Wir können ja eine Monster... Nein, wir können keine Minecraft-Monster-Falle bauen. Nein, ich meine jetzt so, wir machen vor unserem Haus so ein Loch. Wir machen vor unserem Loch einfach ein Haus und tun da unten Lava rein. Wir machen vor unserem Loch einfach ein Haus. Du warst ja anders. Oh, unser Post einfach ein Loch. Ja, und da machen wir dann halt Lava rein und dann laufen doch die Zombies da rein und fallen in die Lava und müssten sterben. So dumm, die sind leider nicht so dumm wie in Minecraft. Glaubst du wirklich? Die Zombies können Türen öffnen. Nur wenn der Himmel rot ist. Nein, eben nicht. Doch. Nein, letztens hat auch ein Zombie bei uns die Tür geöffnet, als der Himmel nicht Blood Moon war. Also, ja toll, ich baue gerade die Stacheln. Otaku, Tipp, wenn du an die Kiste willst, jetzt gerade während Blood Moon, häng dich mit dem Enterhaken oben an die Decke. Ja.
Ist mir auch eingefallen. Ja, wer hat wen? Ich helfe dir gleich einen Hook zu finden, okay? Wenn ihr Blood Moon vorbei ist. Wo seid ihr überhaupt? Ach, ihr seid alle oben. Ja, und wer uns gegen diese... Ich bin noch unten im Schloss. Zombie-Massen Brain. Wollt ihr diesen Merchant-Raum machen? Willst du mal die Greif? Ich mach mal die Tür auf und mach so wenig wieder zu, weil ich ein sehr riskantes Manöver mache. Also, sag ich mal tschö. Woo! Ramon, das mit dem Merchant-Raum, das verschieben wir lieber, bis Blood Moon vorbei ist, würde ich sagen. Ich würde sagen, du richtest einfach den Raum, den wir da schon haben, zu einem Merchant Room ein. Der ist nicht hoch genug. Ah, Geld, Geld! Oh, gib mir Geld! Oh, Drive, dann pack sie den Boden um drei Blöcke. Noch mehr Geld, noch mehr Geld. Yeah. Geld, geiles Arschloch. Drum, let's play fail. Oh lol. Ah. Au! Ich tue aber dafür auch noch. Irgendwie macht das Spaß, die ganzen Monster zu killen. Nicht, wenn sie laggen. Die laggen bei mir die ganze Zeit, aber irgendwie... Also am Schluss ist voller Schätze, ne? Hä? Zum Beispiel die ganzen Lampen, die Stacheln, ich sammle alles ein. Ja. Und ich brauche ja noch Geld, weil ich mir ja den einen Helm kaufen muss. Ha, da, mal sehen, ob mein Trick funktioniert. Hallo. Zombies. Yay, oh, nee, Blood Moon ist vorbei! Nicht. Ja, die Zombies hauen ab! Da, 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 da. Left, right, dance, left, right, dance, left, right, dance, to the yo-yo, left, right, dance, to the yo-yo, left, right, dance. Pusors! Nur noch ihr blöden Blue Schleim. Drive, what the hell machst du da? Hat schon Raum. Ich hätte ihn einfach hier unten dran geklatscht. Das wird auch so eine Riesenfestung irgendwann. Du wirst schon sehen, es wird irgendwann Sinn ergeben. Ja, irgendwann ergibt alles Sinn. Genau wie Sparta und Pommes. Sparta und Pommes? Ja. Das klang so richtig geil. Sparta und Pommes? Meine Stacheln, das tat weh. Inko, kommst du mal bitte hoch und bringst mir ein paar Tränke und Murasame mit, weil dann kann ich mit dir mithelfen ein bisschen. Einzige, was ich mache, ist noch die Stacheln abbauen und dann komme ich hoch. Pyrosaurs! Oh, cool. Sniper! Rive, guck mal. Oh, der Schleim. Pyrosaurs! So kann man das natürlich auch machen. Bin aber gleich tot. Ich brauche noch mehr Holz. Wollte ich gerade fragen, ob wir Guck mal mein Leben und ich überlebe gerade. Verliere ein HP. Jetzt zwei, jetzt drei. Hatte ich ein HP nur noch? Nein, 10. Nee, ich wollte, dass du 9 HP hast. Ach so. Und warum? Ich habe einen Trank gefunden. Episch knapp, Alter. Ja genau, Ebene das hier gerade, den die Dreckebene. Perfekto. Kann man schön Bäume pflanzen. Wenn man Samen hätte. Ich hab Samen. Gut. Naja. Wenn du keine hättest, dann würde ich mir Sorgen machen. Ja, ich wollte gerade schon sagen, ich kann Samen machen. Besamung. Wäre schlecht, wenn ihr es nicht könntet. Oder ihr habt uns verarscht und ja. Bei mir könnte man sich ja vorstellen, ja. Greif hat ja auch schon mal zu mir gesagt, dass ihr ein Mädchen seid. Das ist aber eine Beleidigung. Also, für die Mädchen. Halt die Fresse! Ja, ich habe mich hier gerade eingesperrt, also. Ah! Machen wir gleich eine neue Rüstung, deswegen sammle ich Knochen.
viel habe ich denn schon? Bringst du mir auch bitte 10 Knochen mit, dann kann ich mir auch eine Rüstung machen. Man braucht nur 10 Knochen dafür? Nein, also noch 10 Knochen. Ich hab jetzt eine... Ramon, hier fliegen noch Knochen irgendwo in den Kisten rum. Ich hatte die, die ich hatte, da reingeschmissen. Ja, Greif, aber ich komme leider nicht dran vorbei, da ich keinen Enterhaken habe, um über dieses Ding da drüber zu kommen. Warum buddelst du dich eigentlich runter, wenn du hoch willst? Ich baue das Zeug ab. So. Ich hab'n Stack voll Dreck, ich hab'n Stack voll Dreck, ich hab'n Stack voll Dreck, und rat mal, was da drin ist. Dreck! Stack voll Dreck? Ja. Ich habe Stacheln. Ich werde sie benutzen. Dreh den Schwäg auf. Boah, mein Bildschirm ist gerade überspannt. Ich schläge Dreck. Ja, hatte ich doch gesagt. Pew Source, und dann habe ich keine Mana mehr. Quack, kaputt, geht alle. Oh, I'm a Ninja, alle tot. Go Ninja, go! Ninja Gaiden! Headbomb. Brain! Ich brauche einen Ofen. Ja, bräuchten wir Holz und Stein. Habe ich beides nicht. Willst du mich verarschen? Ich habe Holz und Stein habe ich auch, aber ich kann kein Furnace machen irgendwie. Moment, wo muss ich machen? Hier gerade, dass wir schön Samen können. Inko, wie macht man einen Ofen? Man holt sich Geld von der Bank, geht zu Ikea oder so. Genau. Richtig. Wie macht man sich einen Ofen in diesem Spiel? Das sollte eigentlich genug Holz und Stein sein. Ich hab keinen Stein. Was? Ey Gott, glaubt ihr wirklich, dass wir... Glaubt ihr wirklich, damit können wir Leute hier unterhalten? Womit? Keine Ahnung, es gibt Leute, es gibt auch Leute, die Minecraft anschauen. Das ist auch nicht viel spannender. Obwohl das hier sogar spannender ist, Minecraft, bei wegen Dungeons. Inko? Ja? Mein Video haben jetzt schon fast 80 Leute geguckt. Cool. Wahrscheinlich, weil ich drin vorkomme. Halt die Fresse. Greif! Hör auf, da unten deine Waterboat zu verschwenden. Das ist eine tolle Lichtquelle. Ah, Inko, und hier ist Stein. Inko, greift den Boomerang, er vermisst sein. Du hast doch auch schon... ich hab doch wieder einen. Ich hab schon längst wieder einen. Echt? Benutz ihn mal. Ah, aus dem Inventar raus, Bübel. Ich baue hier gerade die Stacheln, damit man wenigstens ohne Probleme hier langlaufen kann. Hat er wirklich einen? Pewsors! Ich hab grad random das Ding nach vorne geschleudert und einen Gegner getrefft. Getrefft? Greif, komm hier hin! Ich hab 108 Holz. Das sollte reichen für die Rückwand. Pewsors. Hasse. Ich hab 53 Stein und 100 irgendwas Ding, Holz. Da ist der Furnace. Hat einer von euch noch 12 Gold? Münzen? Nope. Ich hab kein Gold mehr. Ich hab alles in den Scheiß verloren. Klau nicht mein Geld, was ich da in die Schatztruhe getan hab. Damit will ich noch was anfangen. Ja, das war ich auch gar nicht. Ich frag ja danach. Ja. Bevor also, außer du kriegst mir dein Mining Helm. Außer ich krieg mir Mining Helm, dann kann man das nehmen. Noch mehr Stacheln abbauen. Stacheln kann ich gut noch unter Haus platzieren, damit wir gleich im Spawn wieder verreckt. Ja. Warum hast du hier Dreck platziert? Weil ich aus dem Dreck in der Hand hatte.
weil ich direkt einen Arm hatte. Warum hast du du hast gerade die Rückwand komplett zerlegt und die Tür. Ups. Wir hatten eine Handvoll Dreieck. Und rat mal, was da drin ist. Dreck. Ja. Nein, der Swag. Mann, die Ball wird sich so tot haten. Er wird sich so tot swaggen. Wer? Steige aus dem Bett und dreh den Swag auf. Jetzt habe ich mir mit allen Moneyboy-Fans und Flans verschmerzt. Glaubst du, er hat Fans?